So, da sind wir wieder und ja, willkommen zu einer neuen Folge und so, wisst ihr Bescheid, I'm Brad. Nicht nee, Spaß, ja, willkommen zurück. Ich habe mich jetzt wieder etwas abgeregt, ich habe jetzt genug von Toast. Ich mache jetzt keinen Toast mehr, ich nehme jetzt lieber das Baguette und mache einfach alles kaputt, was ich sehe. Das hört sich doch gut an, oder? Das kann man doch machen. Sag mal. Sag mal. Hallo. Wartet kurz. Der hat die Vorderwand von dem Haus rausgerissen. Der Hase. Das Haus ist so groß. Das habt ihr ja gerade gesehen. Scheiße. Guck mal, der kaut einfach weiter. So. Willst du einfach mal ein Baguette sein, weißt du, und plötzlich reißt er da das Haus ab. Okay, gut. Wir können ja jetzt mal unsere Wut rauslassen und starten einfach mal das Level. Der Modus heißt nicht Rampage. Habe ich ja vorhin freigeschaltet und wie ihr seht, wir sollen alles kaputt machen. Das hört sich doch gut an. Ja, ja, wir stehen wieder eins. Wir sind ein wunderschönes Baguette und sind so glücklich. Wir sind so glücklich, dass wir einfach ausrasten können. Wir können einfach ausrasten. Hier, wir schmettern die Flaschen um. Wir scheißen auf alles, was uns in den Weg kommt. Ja, lasst mich eure Steifigkeit spüren. Wir machen alles Schrott. Ja, wir kriegen Punkte dafür. Was ein Traum. Was ein Traum. Das ist doch mal was Schönes, weißt du? Da muss man sich nicht konzentrieren. Man kann einfach so ein bisschen rumschwingen und einfach alles zerstören, was in den Weg kommt. Das ist ein Traum. So stelle ich mir das vor. So, haut ab, ihr Scheißdrecksäpfel, ohne Witz. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Seitdem ich diesen Vorfall mit dem Tod, mit dem Toastbrot hatte, kann ich nichts mehr sehen. Alles ist scheiße, Mann. Das ist übrigens der brutale Cousin von dem Toastbrot und dreht sich jetzt ein bisschen auf, dass sein kleiner Verwandter da nichts auf die Kette kriegt und rastet dann bei sich zu Hause einfach aus. So, das ist die Geschichte. Und ich bin glücklich mit der Geschichte. Ich bin so glücklich. Gehen wir mal rüber zum Tisch. Können wir doch auch mal machen. Okay, wir da. Batz. Hier noch ein bisschen mehr schmutzig machen. Jawohl, da haben wir noch ein paar Teller. Die machen wir doch gerne kaputt. Zack. Noch ein bisschen Skateboard fahren. Zack. Jawollo. Jawollo. So gefällt mir das besser. Ich glaube, das spielen wir jetzt immer. Das spielen wir jetzt immer. Upsala. Guck mal, wie der für Freude einfach über den Boden hüpft. Das ist ein Traum. Yo, Mann, ich bin das Gangsterbrot. Yo, Mann, ich mache alle tot. Yo, Mann, ich schwinge mit dem Baguette rum. Yo, Mann, ich habe ein riesen Ding. Was? Keine Ahnung, da habe ich mich ganz ein bisschen zu viel in die Rolle versetzt. Zack! Schmettert alles Schrott. Woo! Und woo! Noch mehr Punkte. Und noch mehr Punkte, habe ich gesagt. Oh nein, das war schon was? Nochmal hier den kleinen Turm. Immerhin C. Wow. Und neues Level freigeschaltet. Können wir uns mal ein bisschen durch die Modi ein bisschen durch testen. Während hier die... Alter, was geht denn da hinten ab? Das Level ist vorbei. Ihr könnt jetzt aufhören. Ihr braucht jetzt... nicht mehr rumschwingen. Hä? Was ist da jetzt los? Was zum Teufel? Kommt da einfach so ein Baguette ins Bild geschwungen? Was ist denn jetzt los? Guck
Guck mal, wie das abgeht. Hä? Was zum Teufel? Juhu! Wir haben sogar Erfolg freigeschaltet, obwohl das Level eigentlich schon zu Ende ist. Und warum fliegt das bitte? Warum? Ich meine, es fliegt ja mit dem Teller. Oh, du hast auch noch die Gläser kaputt. Ich glaube, wir sollten einfach die Zeit ablaufen lassen und das Boot dann machen lassen. Das ist, glaube ich, am besten so, oder? Wir kriegen zwar keine Punkte dafür, aber wir sehen ein bisschen was. Guck mal, wie das abgeht. Das fliegt ja durch die ganze Küche. Einfach nur mit einem Teller. Wie, als wäre es irgendwie ein Raumschiff oder sowas. Und jetzt klebt es an der Wand. Okay, ich mach mal weiter. Ich lass ihn mal weitermachen und wir machen mal weiter. Es hat es wohl nicht so gewollt. Es gibt dann auch nochmal diesen Free-Roam-Modus, nur ich weiß leider nicht, was der Sinn davon ist. Also, ist wahrscheinlich irgendwie Scheiße bauen einfach, ne? Man kann da ein Knäckebrot sein, ein Weißbrot, ein Baguette oder einen Bagel kann man spielen. Es gibt aber auch noch diesen Star Wars-Modus, den können wir uns aber in der nächsten Folge gerne mal anschauen. Ansonsten können wir ja nochmal, ich weiß nicht, ob wir das nochmal versuchen mit dem Toastbrot. Ich habe mich gerade so ein bisschen abreagiert. Sollen wir es noch einmal probieren? Komm, wir probieren es noch einmal. Sind wir gnädig. Komm schon, Toasty. Wir schaffen das. Gemeinsam. Gemeinsam mit vereinten Kräften schaffen wir das. Become Toast. Wir schaffen das. Toasty. Alles wird gut. Genau. Die Musik ist fröhlich. Wir schaffen das. Wir müssen einfach nur zum zum Bügelbrett. Und müssen einfach dann drauf und dann braun werden. Einfach knackig werden. Und dann sind wir beide glücklich. Beide. Wir werden beide glücklich sein. Wir werden uns freuen, dass wir es geschafft haben. Dass wir es nochmal probiert haben. Hä? Wir werden glücklich sein, habe ich gesagt. Sehr glücklich sein. Sehr, sehr glücklich sein. Nein! Ich glaube, dieses Toast hat einfach keine Zukunft. Es kann einfach nicht funktionieren. Weißt du, er hat so viele nette Leute in seiner Familie, die das gut können. Zum Beispiel das Baguette, wie man es gerade gesehen hat. Das ist einfach mit dem Teller rumgeflogen. Und der schafft es nicht mal auf dem Boden, sich rumzukriechen, so weißt du. Das verstehe ich nicht. Wie macht er das? Wie macht er das? Ich verstehe es einfach nicht. Okay, auf ein neues. Wollen ja nicht so sein. Einmal versuchen wir es noch. Aber wirklich, so langsam reicht es dann auch. Man kann ja gnädig sein, man kann ja alles versuchen. Aber irgendwann ist auch mal gut. Man muss auch mal zeigen, dass man es möchte und nicht einfach immer nur so halbherzig da rumschwingen, weißt du? Das ist... Das bringt es ja auch nicht. Ja, so meine ich das. So meine ich das, du Dreckstoast. Nimm dir mal ein Beispiel an deinem Baguette-Bruder. An deinem Baguette-Cousin, meine ich. Weißt du, und gleich sind wir wieder tot. Und dann wird sich wieder beschwert, dann ist das Gemotze wieder groß. Du bist ja scheiße. Du kannst ja gar nichts. Also ich meine jetzt nicht euch, sondern ich meine die Toast-Familie. Wir sind ja alle schon im Urlaub und warten darauf, dass der kleine Mann hier in Urlaub kommt. Also einfach mal braun wird und einfach mal der Familie nahe ist. Und einfach mal mitmacht. So ist gut. Aber vielleicht schaffen wir es ja nochmal. Na komm. Hallo? Oh. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Komm schon. Ach nein, du Drecksbrot. Du bist so ein Scheißbrot, ne? Ich hasse dich so sehr. Ich gehe wieder zu deinem Baguette-Freund. Ohne Scheiß, ne? Du,
Warum lernst du denn nicht? Warum nicht? Ich verstehe das nicht. Das kann doch nicht sein. Ganz langsam, wir wollen uns nur hier mal eben ausruhen. Ja, aber nicht so, Mann. Ach, komm. Mann, das ist so verzweifelt. Ich weiß echt nicht mehr weiter. Ich glaube, wir sollten das Ding einfach auf ein Internat schicken und dann wird es glücklich. Vielleicht wird es da ja glücklich. Vielleicht braucht es einfach mal einen anderen Umgang, ein anderes Umfeld oder sowas. Aber mit uns kann das doch nicht mehr so weitergehen. Das kann doch gar nicht funktionieren. Ich meine, guck dir das mal an. Das ist jetzt schon der 5000. Versuch hier. Okay, wir versuchen es nochmal über die Seite. Nochmal. Ach ja. Und dabei sieht das Toastbrot so unschuldig aus, weißt du? Aber es hat es einfach faustdick hinter den Rändern. Nein. Ja, das kann doch nicht sein jetzt. Jetzt hängen wir hier an. Ist das dein Ernst? Ich will doch... Hä? Was ist jetzt los? Das Toast ist irgendwie... Hallo? Es ist verschmolzen mit der Mülltonne. Und jetzt gleitet es hinab in die Dunkelheit und... Hallo? Hallo? Ernsthaft? Jetzt sind wir da schon rausgekommen irgendwie und jetzt backen wir uns hier irgendwie fest oder was? Hä? Was ist los mit diesem Toast? Ich glaube, das ist einfach... Es hatte nicht so eine schöne Kindheit, wie es scheint. Es ist einfach... wie gesagt, wie ich schon in der letzten Folge vermutet habe, ich habe schon die Vermutung, dass das irgendwie gar nicht will. Es will einfach sterben, glaube ich. Es will einfach gar nicht glücklich sein und braun und knackig werden. Es will einfach sterben. Ich weiß auch nicht warum, aber es will einfach... Jetzt komm doch mal aus dieser Scheiß... Mann! Ich... Toll, jetzt sind wir da festge... Keinen Sinn, Freunde. Wir müssen uns sterben lassen. Das ja, kannst du mal schneller sterben, bitte? Sehr gut. Du hast es geschafft. Toll, ich freue mich für dich. Einmal versuche ich das noch, ohne Witz, ne? Einmal versuche ich das noch, aber dann ist gut. Dann lasse ich den Müll. Obwohl, komm, zum Ende, ich will das gar nicht mehr probieren. Das reicht jetzt langsam. Ich zeig dir, wie man das besser macht. Ich meine, guck dir deine Familie an. Du hast doch tausende Leute da drin. Die können das doch so gut. Zum Beispiel das Baguette hier. Jetzt zeig das mal, wie das kann hier. Guck mal, pass mal auf. Zack, zack, und dann geht es ab. Dann geht es ab. Und bam. Dann rastet es einfach aus. Und jetzt batz, batz, batz. Guck dir das mal ab, wie das... Guck dir das mal an, wie das abräumt einfach. Mm. Mm. Oh ja. Oh. Puh. Das tut gut. Einfach mal seine Wut rauslassen und einfach mal mit dem Baguette Sachen zerschmettern. Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Mit einem Baguette Sachen zu zerschmettern. Huah. Yes, Baby. So ist es fein. Jetzt so hoch da. Und bam. Und bam. Jawohl. Bam. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da soll mal einer sagen, die Familie wäre zu nichts nutz. Zack. Wie geil war das denn?
Ey, wie geil war das denn bitte? Hammer. Ey, das macht echt Laune, dieses einfach zerschmettern, alles zerschmettern. Man muss sich keine Sorgen machen, dass das Baguette irgendwie zu eklig ist. Man räumt einfach ab. Na komm. Ja, und wieder rum. Ich möchte wieder rumfliegen. Wie geil ist das bitte? Das macht so einen Bock. Yes, Baby. So spielt man ein Brett. So regiert man die Räume, wenn die Leute nicht da sind. So räumt man auf. Und so wird man zum Toast. Ja, okay, eher weniger, aber mich würde mal interessieren, ob ich die Heizung andrehen kann und das Baguette dann toasten kann, aber ich glaube eher nicht. Naja, hat Spaß gemacht, mir mal hier ein bisschen aufzuräumen. Hä? Oh, ich habe die Befürchtung, das rastet gleich wieder aus. Aber gut, Leute, ich verabschiede mich mal für diese Folge. War etwas kürzer, aber gut, wir haben ja zwei Modi ausprobiert. Ich hoffe, das kleine Toastbrot kann jetzt mal ein bisschen sich von dem Baguette was abgucken, weil das wird echt mal nötig. Und, ja, schreibt mir gerne eure Meinung bisher über dieses kleine, kurze Let's Play in die Kommentare. Ich denke mal, das habt ihr eh schon getan und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch gemeinsam. Und ihr könnt ja gerne mal einen Modus vorschlagen, den wir natürlich schon freigeschaltet haben. Ob wir das nochmal versuchen sollen mit dem kleinen Toastbrot, ich weiß ja nicht, ob das was bringt. Aber gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei I Am Brett. Ciao!